Hier präsentieren wir die 5 besten Teichfiltertests. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unsere Liste unter Nummer 5. Oase Filtral Unterwasserfilter. Der Filtral 2500 UV ist ein Unterwasserfilter des renommierten Herstellers Oase. Er erzielt in seinem Einsatzbereich der kleinen Gartenteiche ausgezeichnete Ergebnisse für einen angemessenen Preis. Wie viele Unterwasserfilter gehört auch dieses Produkt zu den kompakten Leichtgewichten. Der Filter wiegt 3,30 Kilogramm und fällt mit Abmessungen von 247 × 183 × 160 mm im Teich fast nicht auf. Lediglich das Teleskoprohr für das Wasserspiel ragt über die Teichoberfläche. Bei Nummer 4. Oase BioSmart Durchlauffilter. Der BioSmart UV 16000 des marktführenden Herstellers verspricht garantiert klares Teichwasser durch die Kombination mechanisch-biologischer Reinigung mit effektiver UV-Technik. Er bietet alle Vor- und Nachteile eines Durchlauffilters. Der Oase BioSmart UV 16000 ist ein Durchlauffilter, der für alle kleinen und einige mittelgroße Teiche gebaut wurde. Für den durchschnittlichen Gartenteich mit oder ohne Fischen dürfte seine Leistung genügen. Bei den meisten Filtern ist die maximale Kapazität dem Modellnamen zu entnehmen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3 Berlan BDF 10000 UV Druckfilter. Der Berlan BDF 10000 UV, ein Druckfilter mit UVC-Einheit, bietet alle Vor- und Nachteile von Druckfiltern. Er eignet sich für Teiche bis 10.000 Liter und kann mühelos Bachläufe speisen. Das Druckfiltermodell BDF 10000 UV von Berlan kann für kleine und mittelgroße Teiche verwendet werden. Der Teichfilter ist auch in der Lage, Bachläufe oder Wasserfälle zu speisen. Die Kapazität des Filters ist passend für Teiche bis zu einem Volumen von 10.000 Liter, das entspricht 10 Meter. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2. Berlan BTF 10000 Teichfilter. Der Durchlauffilter BTF 10000 von Berlan stellt eine preiswerte Alternative zu teureren Herstellern dar. Mit einer passenden Pumpe und UV-Lampe bietet dieser Filter alle für Durchlauffilter üblichen Vor- und Nachteile. Der Berlan BTF 10000 ist als Außenfilter für alle kleinen Teiche sowie mittelgroße Teiche bis zu 12.000 Liter Volumen konzipiert. Die meisten herkömmlichen Gartenteiche werden diese Größe nicht übersteigen. Das maximale Wasservolumen von 12.000 Liter entspricht einer Teichgröße von 12 Meter. Und kommen in eins unserer Liste. Pontic Ponduet Unterwasserfilter. Der Ponduet 3000, ein Unterwasserfilter der Expertenmarke Pontic, bietet dir in seiner Kategorie das wohl beste Preis-Leistungs-Verhältnis, eine starke Pumpleistung und sorgfältige Reinigung deines Teichwassers. Natürlich bringt er auch alle weiteren Vor- und Nachteile eines klassischen Unterwasserfilters, wie die einfache Wartung. Der Ponduet 3000 aus dem Hause Pontic ist ein Unterwasserfilter. Dieser Typ von Filter wird inmitten des Teiches unterhalb der Wasseroberfläche platziert. Generell eignen sich Unterwasserfilter nur für kleine Teiche bis 5000 Liter. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video, für mehr Aktualisierung, abonniere unseren Kanal.